So, meine lieben Freunde, hallo YouTube, da sind wir auch schon am Start mit Folge Nummer 14. Zwischen Keller und Bäumen müssen wir uns entscheiden. Wir holzen jetzt erstmal nochmal den Baum ab. Den hohen Baum. Denn wir sind keine Naturhasser, aber wir brauchen einfach die Materialien. So. Deswegen hätte ich auch lieben gerne irgendwann mal durch Bambus so ein Gerüst. Dann kann ich da einfach ein Gerüst hochbauen und den Baum abholzen, ohne dass ich jedes Mal wieder den Baum hochbauen muss, damit ich hier an den seine Äste rankomme. Ah, da ist noch einer versteckt drin. Den komme ich auch so dran. Weil das nervt, wenn nur noch die Krone übrig bleibt. Aber man hat gerade kurz gesehen, dass sich der Baum am Auflösen ist. Da sind wir genau richtig. Stickies, Stickies, Stickies und noch mehr. So, ich habe jetzt die Dinger rausgeschmissen. Macht nichts. So, den nehme ich mal da auf. Weil wir natürlich den Keller auch noch ein bisschen ausbauen. So. Ach, der ist auch gewachsen. Oder war der eben schon? Ich glaube, der war sogar schon. Nicht schlimm. Wir laufen ja mal zweimal an den Bäumen vorbei. So. Da befindet sich sogar noch ein Stückchen. Ach, ein Stückchen. Ein Stamm. In der Krone. Ja, komm, 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 komm. Wo bist du? Da bist du. So, das ganze Holz werden wir jetzt gleich für die Holzverkleidung für den Keller benötigen. Wenn ich hier hochkomme. Deswegen lassen wir das mal schön in der Tasche. Da ist kein Zombie. Immer wieder muss ich da mal drauf achten, dass da nicht Creeper steht und ich zu lange da stehen bleibe. Nachher macht es nämlich wieder einen Boom. So wie vorletzte Woche oder so. Vorletzte Woche, vorletzte Folge, wo es dann einfach mal eben Peng macht neben mir. Ich hab ihn echt wieder nicht gesehen. Ich weiß nicht, was da mit den Dingern los ist. Ah, die Setzlinge brauche ich eigentlich nicht mehr so. Ja, die Stickies, die da runterfallen. Ich hier doch. Vielleicht habe ich den auch einfach zu nahe hingesetzt. So. Hier noch einen hin, da wieder einen hin. Da setzen wir wieder einen drauf. Der ist schon. Setzen wir da noch einen hin. Und hier noch einen hin. So. Dann machen wir jetzt noch mal im Keller weiter. Machen wir uns noch mal ein bisschen Bread. So nicht. Brad Pitt. Ach ja. Das ist das Einzige, was ein bisschen an dem Shader stört, ist, dass die Verpixelung, je nachdem wie die Sonne auf die Teile fällt, hat da ist, aber wollen wir mal nicht meckern. Das ist eigentlich schon ein sehr, sehr, sehr schöner Shader. Alleine die Wolkenbildung, genauso wie das Wasser, das ist echt, was man so aus Minecraft mit ein paar Shadern rausholen kann, ist schon echt gewaltig.
Hat auch echt verdammt lange gebraucht, dieses Ding zu installieren. Was man wahrscheinlich in den anderen paar Folgen mitbekommt, ist, dass jemand seinen Minecraft-Server wieder reaktiviert. Das ist halt der, wo ich auch mit drauf spiele. Und der hat verzweifelt auch versucht, diesen Shader zu installieren. Es ist echt. Ja, wenn man es einmal weiß, wie es geht, ne, dann ist es easy, easy to go. Aber ja, es ist schon irreführend mittlerweile. Empfehle ich jedem, der sich Minecraft kaufen möchte, kauft bitte nicht die Version aus dem Windows Store. Weil die Version aus dem Windows Store ist meiner Meinung nach eine Verarsche-Version. Und zwar kann man in dieser Version nichts an Shadern einbauen. Also keine Shader einbauen, man kann keine Mods installieren, die du durch diese Curse-App bekommen kannst und sowas halt alles. Das geht alles nicht. Das ist so störend. Und von daher kauft euch definitiv die Java-Edition an, diejenigen, die Minecraft so nicht kennen und es vielleicht mal spielen wollen, was sie es interessant finden. Hoffentlich anhand dessen, was ich hier tue. Also man kann es zusammen mit Freunden auf dem Server spielen, wenn der PC lokal in der Nähe ist. Also man kann es prima auch auf einer LAN-Party spielen. Ja. Aber es nervt halt, dass diese eine Minecraft-Version, die Windows-Minecraft-Version, dass die echt so irreführend ist, ne? Und diese Version kostet alleine, weil sie von Microsoft so anscheinend 100% oder keine Ahnung was unterstützt wird, kostet diese Version mal geschmolzen, ne? Jetzt haltet euch fest, 44 Euro, nee, 49 Euro, die Expanded-Version, weil du dann denkst, okay, da kannst du dann noch viel drin rummodden und keine Ahnung was, Pustekuchen. So, dann ist das Geile, ich habe mir diese portable Version auch für die Switch geholt. Und für die Switch kostet das diese Version von Microsoft auch nochmal 29 Euro. Und dann kommt noch sehr funny dazu, dass du das alles ja nicht machen kannst, wie du es möchtest. Oh, es wird dunkel. Also das, was du machen möchtest mit den Shadern und mit diesen Optify und Mods machen, das funktioniert ja auf den Versionen nicht von Microsoft. Und dann zahlst du nochmal, ich glaube, 12 oder 14,99 € für Minecraft Java Edition. Also ich habe innerhalb von 2 Monaten nur für Minecraft 40, 50, 29, fast 100 Euro ausgegeben, nur dafür. Nur dafür. Verrückt. Andere Leute hätten andere Ideen damit, was sie mit 60 Euro machen würden. Mit 60, mit fast 100 Euro, klar. Aber ich möchte euch ja entertainen und möchte dann auch, dass es anständig dabei aussieht. Und dann hilft es mir nicht, wenn das diese Windows-Edition ist, die nicht weiterhilft, weil du keine schönen Shader installieren kannst. Weil auch wenn Minecraft dieses Block-Ding hier ist und ich mich auch damals gesträubt habe, das zu spielen, ich dachte, was ist das denn? Und keine Ahnung, was kannst du da echt schon geile Sachen bauen, ey. Allein der Typ da, der den Todesstern nachgebaut hat und. Ist schon nice. Kann schon Sachen draus zaubern und machen, also gar keine Frage. So, setzen wir den noch da hin. Ah, das sind nur 12. Ah, dann sah ja von, wenn man da von oben runter kommt, schon ganz vernünftig aus, ne? Oder was sagt ihr? Ich liebe diese Ziegelsteine hier. Kann man nichts verkehrt machen. Ah,
Was man natürlich verkehrt machen kann, ist, wenn man die Steine nicht in Form bringt. Dann sieht es natürlich blöd aus. So, da war's. Fuck. Und wir machen natürlich auch Level dabei, wenn wir die so machen. Na komm, geh runter. Jetzt muss ich einmal kurz überlegen, mit welcher Maße ich Blöcke setze, ne? So, die kurz wegmachen. Wie gesagt, wir machen uns dann noch was Schönes dann hin an Licht. Wir halt nicht mit den Fackeln so arbeiten müssen. Da gibt es hier diese schönen Lämpchen. 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 Versetzen kann. Aber wenn jetzt alles schön hier am Rand dann auch ausgeleuchtet ist mit den Fackeln, dann geht das auch schon wieder vollkommen in Ordnung. So. Ja. Wird nicht mehr reichen für beide Reihen. Anderthalb bleiben übrig. Ja, oder ein bisschen mehr sogar noch. Kuckuck. Da sind wieder Bäume fertig. Und da sind wieder Äpfel. Und Stickies. Alles Mögliche. Liegt hier rum, aussammeln. Das Sammeln macht immer mit am meisten Spaß. Wenn man sieht, ah, Stickies. Da steht das Bäumchen wieder. Oder fast. Ich versuche da das Saatgut einzupflanzen, das geht ja gar nicht. War ich einst dumm? Einst mega dumm. Erstmal gucken, ob die Bäume dann höher werden. Wenn sie dann höher werden. Oder wenn sie jetzt direkt wachsen. 20. 20, ja, die dürften jetzt reichen. Nein, wir gehen an die hier dran. So, 55 Stück. Also wenn die nicht reichen, weiß ich auch nicht. So. Die sollten locker reichen. Das sieht gut aus. Das war auch klar. So. Wir müssen die Fackeln, glaube ich, einen runtersetzen. Die quasi hier sind. Weil hier reicht das vollkommen aus. Kann man es schön symmetrisch dahin machen. Brauchen auch die da nicht mehr. Ja, die, warte, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Die setzen wir dann dahin. Die da oben brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Die werden jetzt gleich weggemacht. So. Zack. Zack. Machen wir noch die Bodenumrandung. So, dann haben wir das schon mal. So, dann kommen genau. Ja, ich würde sogar mal gucken, ob das geht. Eins, zwei, drei,
4, 5, 6. Kommen wir nicht mit aus. Okay. Ja, ich habe gerade was versucht, symmetrisch zu lösen, aber klappt nicht. Habe ich das Holzstück jetzt gekriegt? Nein, natürlich nicht. So. Machen wir das wieder weg. So, hier kommen nämlich Kisten hin. Da kommen Kisten hin, da muss ich nämlich. So, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3. 2. 3. Ecke. Auch 2. Trotzdem die hin. Das ist nicht denn. Dann gucke ich mal. Jetzt geht mir langsam mal das Holz aus. Jetzt gucken wir erstmal hier wieder. Ja, das geht so. Zack. Kann ich nämlich an alle. Hier erstmal. Ein Lichtlein dran machen. Und die weg. Damit das einheitlich ausschaut. Gut, die Ecke sieht dann halt nicht so einheitlich aus, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Da würde ich es schlimmer finden, wenn die Kisten hier überstehen und hier rausragen, als statt dass da schön diese Holzummantelung ist. Aber wo ist denn da? Gut, in der Ecke fehlt dann so ein bisschen das Licht, aber das kann man ja wahrscheinlich noch ein bisschen verfeinern, vielleicht indem dann hier oben an den Pfosten noch Glowstone oder sowas hängen. Mal gucken, was man so kriegen kann. So, dann schaut das ja schon mal vernünftig aus. Dann werden wir jetzt viel Holz brauchen auch, für die Fässer zu machen. Da trampelt ein Creeper rum. Ah, das ist gerade despawned. So, gehen wir erstmal Schlafi machen. Schlückchen trinken. Und Holzer packen. Jetzt bin ich wieder ein zu weit gewandert, habt ihr gesehen? Also wirklich größer wachsen die nicht, wenn man direkt den Setzling da reinsetzt. Dann warten wir da erstmal. Ich mal, wie der sich entwickelt, ob der dann genauso wird wie der. Wenn ja, dann wird er nicht größer, dann wird er sogar kleiner. Deswegen lassen wir das bei denen jetzt auch erstmal so.
halt wieder ein bisschen Zeug runter. Da nicht, da auch nicht. Nicht schlimm, ah, sticky, sehr schön. Drauf geplumpst. Ah, Fett wird auch wieder bald was werden. Nein, ich auch. Eigentlich kann ich es so machen. Bisschen Fässer. Brauche ich noch mehr? Habe ich so viel Holz selbst gemacht, aber ich glaube, kann mir wahrlich was leisten. So, da haben wir den Bruchstein, dann machen wir ein. Und das erstmal da rein. Ein bisschen Bruchstein behalten wir. Andesit. Da. Loot. Loot war hier, genau. Den da rein. Mal die Äpfel nehmen wir mal raus. Eigentlich müsste ich mir wieder ein Steinschwert oder sowas machen. Eigentlich. Ach ja, ich wollte ja. Ah ne, ich habe ja das abgeholzte jetzt dabei. So. Apfel! Ich brauche den Apfel. Fuck. Jetzt löst er sich aber ganz auf. Okay, dann kann ich ja theoretisch gesehen hier schon wieder neue pflanzen. Ist ja egal. Fuck. Ah ne, zu nah an dem. Dann wollen wir doch mal. Zack. 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 Wie können wir jetzt machen? Da ging bestimmt noch mehr, aber gucke ich erstmal, wie viel ich schlussendlich brauche, ne? Weil wir wollen ja nicht übertreiben. Ja, das habe ich befürchtet. Nein. Nicht diesen machen. Ah, wir haben aber schon ordentlich verbraucht. Das nur für die paar. Also wird es wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Aber nicht schlimm, wir haben ja noch genug Holz. Kriegt beinahe jedes Item. Jeder Drop seine eigene Kiste. Die Kisten wie Schirmbausch. Die sehen dann noch schick aus. Ich mal wow. Oder was sagt ihr dazu? Ich habe mal abgecheckt, ob wieder Bäume da sind, aber nein. 50. Das ist zu wenig. Ich mir mal gerade wieder ein bisschen Weizen. Zumindest bei denen, die gewachsen sind. Da gibt es einige wieder, die nicht wachsen. Ob sie nicht wachsen wollen, ist halt die Frage. Aber kommt bestimmt mit der Zeit auch noch. Zack, 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 zack. Also langsam fluppt das aber auch ohne Probleme, ne?
kein Gegner, sehr schön. Ich hasse diese Viecher, die da rauskommen, aber hier unten das Loch. Da kommt nämlich schon der Erste. Glaube, hier war ich letztens drin, weil Kohle gedroppt ist. Also weil hier Kohle drin war. Hier habe ich noch eine schöne Höhle, aber ist halt auch. Hier ist Kohle. Ich sehe auch nichts mit Eisen erstmal. Da ist noch mehr Kohle. Geht aber auch weit rein. Also hier jetzt nicht mehr, aber die geht halt da hinten auch weiter, ne? Hier runter und da die Richtung da. Meistens ist lustigerweise am Wasser auch noch mal Eisen. Hier geht's nämlich dann auch noch mal runter. Hier werden wir wahrscheinlich eine Höhle haben, die Spaß macht zu erforschen. Da runterfallen wollte ich da jetzt nicht. Also ich glaube, es geht nämlich dann, genau, es geht hier nämlich noch lang. Irgendwo habe ich das Spinnchen. Weil da werden wir mal ein Abenteuer reinwagen, wenn ich auf das Metall angewiesen bin. Ja, das ist so. So viel kommen ja dadurch nicht. Da ist wieder ein Bäumchen gewachsen. Und direkt ploppt das nächste auf. Welche? So lobe ich mir das. Die wissen, dass ich nur für die gekommen bin. So. Das Schild wieder in die Hand nehmen. Und dann geht die Sonne schon wieder fast unter. Ich auf jeden Fall jetzt mal hier noch ein paar Fässer einbauen. Ah, erstmal hier. Ah, Mann, ey. Ich mache auch denselben Fehler immer wieder. Und jetzt haben wir keine. Jetzt haben wir keine Axt mehr. Beinahe wieder ins Loch gefallen. So, machen wir direkt wieder zwei. Machen die nämlich erstmal los. Ah, wir können auch direkt wieder Bread machen. Red Beat. Da ist auch wieder Holz. Da ist auch einer. Sehr schön. Das wollte ich nicht wegmachen. So. Daneben, der ist auch direkt gewachsen. So lobe ich mir das. Es wird dunkel. Da bricht das Lied einfach ab. Kriegst die Krise. Ah, da geht wieder ein Bäumchen auf. Gruselmusik, sehr schön. Aber gerade mal gucken, das ist noch Minecraft, okay. Denn ihr wisst, mein Anbieter bzw. mein Musikabspieler hat es gerne mal, dass er hier Halo abspielt oder sonstiges. Ach, ich bin doch doof. So, dann legen wir uns schlafen. Ich sage auch schon mal wieder auf Wiedersehen.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es mit den Fässern vom Keller weiter. Denn wir wollen ja nicht ins bodenlose Fass fallen, ne? Und damit sage ich, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.